Okay, und... Hallihallo Löchern und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Sky Factory 2.5. Ja, da ich ja immer jetzt momentan versuche, eine Folge Technik, eine Folge Botania zu machen, geht's jetzt heute weiter mit Botania. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich habe mir hier Mana ohne Ende gemacht. Die Dayblooms sind auch wieder verschwunden, hatte ich mir inzwischen auch wieder neue gecraftet und neue... Jetzt sind sie wieder weg. Ich weiß nicht, wie lange die überleben an sich. Ja. Aber schauen wir doch erstmal. Wir haben jetzt Mana-Manipulation. Hatten wir soweit. Die Sparks brauchen wir momentan nicht. Verbreiterer nicht. Ich würde sagen, wir könnten jetzt eigentlich das erste Mal machen. Und zwar, was mich interessieren würde, wäre die Terra-Stil-Rüstung. So, dafür bräuchten wir Mana, Stil, Helm und die ganzen verschiedenen Runen. Dafür bräuchten wir einen Runik-Altar. Das wird jetzt unser erstes Ziel sein. Runik. Bist du... Nein. Altar? Ja, Runen-Altar. Es ist Lebestein, Lebestein, Lebestein mit einem Diamant oder einer Enderperle oder besser gesagt Mana-Perle. Habe ich noch einen? Habe ich keinen mehr. Oh. Sollte ich vielleicht auch mal abbauen. Das hat ja mit dem Gummiholz hier nicht funktioniert. Was ich sehr schade finde. Muss ich mir jetzt also eine andere Möglichkeit suchen. Oh, Eile ist drauf. Das ist schön. Das brauche ich zwar jetzt nicht, aber danke. So. Ich finde es schön, wenn die Dinge hier aufleveln. Dann würde ich sagen, wir holen uns hier noch ein bisschen Holz. Wir werden das ja weiterhin brauchen. Wobei wahrscheinlich die Steine mehr, wenn wir das hier mit den ganzen Runen machen wollen. Holz habe ich 8 Stück. Okay. So. Kommt die hier außen rum? Nein! War doch so nie geplant. Ja, geh her. Dann haben wir diese Blümchen hier wieder voll mit Holz. Und dann bräuchte ich noch normale Steine. Ja, muss ich so jetzt rausziehen, weil ich hier jetzt keine Truhe mehr habe. Moment. Du da rein. So. Wieso hast denn du dir da eigentlich keine rausgezogen? Komisch. Ich muss mir hier auch mal das Update reinsetzen. Moment, dann nehmen wir einen Stack noch mit und braten den per Hand durch. Haben wir hier immer noch unsere kleine, nicht in Anführungsstrichen automatische Ofen-Dings. Ah, da ist auch schon Stein. Das ist schön. Können wir hier wenigstens gleich weitermachen? Stein, 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 Stein. So, dann bräuchte ich hier eine Mana-Perle. Oder Diamanten. Holen wir uns erstmal Dias. So. Ich hatte eigentlich gehofft, wir haben mehr davon. Na, wahrscheinlich ist in der Truhe vorne wieder richtig viel. Dann. 1, 2, 3, 4. Ja, reicht erstmal. So. Die Truhe hier muss ich auch mehr aufräumen. So, Lebestein, das war so rum, weil, soweit ich mich erinnere. Und dann ein Mana-Diamant rein, genau. Runenalter. So, Runenalter, brauchst du Mana? Das wäre jetzt meine erste Frage. Wenn nicht, ist es gut. So, Terra-Stil brauche ich ja. Nee, ich brauche Mana-Stil dafür. Wie muss ich dich denn herstellen? Ach, schauen wir gleich. Ah, die muss ich mir auch craften. So. Terra-Stil, das ist Eisen in Mana. Sollte ich hinbekommen. Machen wir gleich mal einen Stack davon. So, Eisen sollten wir ja auch genügend haben. Da drinnen nicht. Und Eisen. Ja, das reicht erstmal. Also hoffe ich. Was ich mir auch bauen wollte, war ein Mana-Tablett.
Okay, ich schmeiß das Zeug erstmal daneben. Ja, Mana-Steel! Es regnet Mana-Steel! Was bräuchte ich denn für das Tablett? Da ist eins. Mana-Tablett, das ist einfach bloß... Okay, Lebestein außenrum. Sollte ich jetzt genug dafür haben? Da natürlich wieder neuen Stein hin. Ja. Und... Könnte ich mir jetzt mein eigenes Mana-Tablett craften? So, Mana und Mana. Ja, und wir haben kein Mana drin. So, jetzt muss ich schauen, wie rum seid ihr eingestellt? Nein, du bist auf Abgeben eingestellt. Das heißt, ich muss dich hier umstellen. So, jetzt saugt dieses Ding sich hier voll mit Mana. Wenn wir in der Zwischenzeit wieder was hinschmeißen, habe ich noch Kohle drin? Nee, habe ich nicht da drin. Habe ich da noch was? Pulverisierte Kohle ein Stück. Nein, das reicht bei weitem nicht. Da. Und in die Bettchen. Bist du wieder gut, Wetter? Danke. Muss man auch irgendwie schaffen können, dass das Wetter irgendwie besser ist. Weil ansonsten ist es mit meinen kleinen Solaranlagen da ein bisschen blöd. Wisst ihr irgendeine Möglichkeit, das Wetter zu verbessern? So, jetzt haben wir Mana-Tablett. Hatte man das nicht immer oben gesehen, hier in der Leiste, wie viel Mana man hat? Oh, komisch. Naja, ich beschwere mich jetzt nicht. Ja. Jetzt haben wir dich. Was brauchen wir denn jetzt als nächstes? Krimskrams und Accessoires. Ach genau, man kann ja glaube ich auch einen Mana-Ring machen. Mana-Band? Ja, mit Mana-Stil. Easily worn Ring. Ah, okay. Das sollte ich hinbekommen. Ah, und die kann man dann auch noch upgraden. Das ist gut. Dahin. Doublet. Ich hoffe mal, du behältst dein Mana, was jetzt momentan in dir drin ist. So, und dich. Dann haben wir hier unser Bubbles-Menü. Und wir sehen immer noch nicht, wie viel Mana wir haben. Sollen wir mal reconnecten? Ist vielleicht schöner. Und sehe ich es jetzt? Ja. It's time to Mana. Ich sehe es immer noch nicht. Du bist aber voll. Nee, du ziehst gerade raus. Wieso ziehst du... Oh, du hast dich nicht verbrannt. Oh, nö. Es hat gedacht, es wäre ein komplett leeres gewesen. Das ist gemein. Das ganze Mana. Oh. Ich brauche doch Mana. Seid ihr da reingestellt? Seid ihr auf dem Hinteren eingestellt oder auf dem Vorderen? Auf dem Hinteren, glaube ich. So, dann holen wir uns... Okay, du bist jetzt voll. Wieso ich jetzt immer noch keinen Mana sehe, weiß ich nicht. Kohle. Yes. Okay. Musst du hier eine schöne Möglichkeit geben, um Mana zu bekommen. Momentan schmeiße ich halt immer nur das Zeug dahin und hoffe, dass die das Ganze vergessen. Es dauert halt ewig. Dauert ewig. Wenigstens habe ich jetzt Mana ging. Ja. Hold Shift, drücke B, um das Bubbles Menü zu öffnen. Ja, habe ich ja. Ich würde es trotzdem nur interessieren, wie viel Mana ich jetzt habe. Aber dann eben nicht. Was ist ein Aura-Band? Ah, es created Mana. Da bräuchte ich eine Mana-Rune. Shift-Klick.
Mana-Stahl, 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 Mana-Stahl und Mana-Perle. Okay. Das heißt, ich muss mir eine Mana-Perle hinzaubern. Und ihr müsstet theoretisch auf den Runentisch stehen. Natürlich schmeiße ich dich jetzt daneben. Also Mana-Perle. Mana-Stil, 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 Mana-Stil. Mana-Stil? Ja, genau. Und du hier auf die hier schießen, bitte. Und du genauso auf den hier schießen. Weiß gar nicht, ob das funktioniert, ob ich hier so ein Mana-Ding vorne braucht. Ah, nee, ich sehe jetzt genau, wie viel Mana ihr habt. Ich glaube, es ist schlecht. Es erhöht sich jetzt nicht. Nee, ich glaube, ihr solltet da kein Mana-Tablett haben. Ja. Ohne Mana-Tablett geht's. Nicht Tablett. Becken. So, dann hätte ich euch. Was bräuchte ich denn jetzt noch? Ich glaube, die Terga-Stil-Rüstung war einfach bloß eine normale Rüstung. Moment. Braucht doch kein Mensch hier. Muss mir echt mal einen Mülleimer bauen. Da bist du hier jetzt unser Mülleimer. Schmeißen wir das Zeug einfach in die Umwelt. Dich können wir pflanzen. Machen wir noch nebenbei was für die Umwelt. So. Und dann jetzt erstmal die Mana-Stil-Rüstung. Ja, genau, du funktionierst wie ganz normale Rüstungen. So, und ein Beinchen noch. Dann haben wir euch. Gibt's hier nicht irgendeine Puppe oder sowas? Armor Stand. Genau, Rüstungsständer. Ein bisschen Eisen, ein bisschen Steinstufen, ja, das kriegen wir hin. Davon bin ich überzeugt. So, dahin. Stein. Haben wir euch. Und ein bisschen Eisen. So. Haben wir hier zwei Stück. Können wir die Püppchen auch schon mal anziehen? Schaut doch dann wesentlich schöner aus. So. Jo, du dahin. Hä? Also zeigt er mir an, dass ich mich... Oh, habe ich mir noch einen Mana-Stil-Helm gebaut anstatt Schüchchen? Das ist gemein. So, haben wir hier unsere komplette Mana-Stil-Rüstung. Du bist soweit fertig. Das heißt, ich brauche hier einen Lebestein. Wir haben nur noch einen Lebestein. Okay, und dann bist du fertig. Das heißt, ich brauche ja noch mehr Lebestein. Ja, wie gesagt, für die ganzen Runenproduktionen und sowas sind die wirklich wichtig. Da. Essen nicht vergessen. Und jetzt haben wir dieses schöne Ding hier. Und es lief doch auch... Ah, jetzt sehe ich meinen Mana. Ah, okay. War das jetzt auch so, wie der andere ging? Ja, Augerband. Es ist doch gut. Und solltest du jetzt hier nebenbei noch Mana generieren oder allgemein generieren? Könnte ich dann das Mana-Band auch in so einen Mana-Topf werfen? Und das baut mir Mana auf? Versuchen wir es mal. Natürlich sollten wir auch treffen. So. Du ins Becken. Es ist nichts passiert. Ich habe doch hier zwei Slots. Wieso schreitet ihr euch um den einen? So, dann habe ich euch. Was wollte ich denn als nächstes?
Ich weiß halt nicht, was man so mit dem ganzen Mana-Zeug am besten machen sollte am Anfang. Living Wood, Mana Steel Equipment. Könnten wir bauen? Mana Stahl Spitzhacke. Das ist kein Problem. Eine Axt ist auch kein Problem. Weiß nur nicht, ob man die aufrüsten kann oder ob die so gut ist. Moment, wie ist denn die Terra Steel Spitzhacke? Ach, da gibt es verschiedene Gänge. SS, S-Gang, A-Gang, B-Gang, C-Gang, D-Gang. Schätze mal, mit der D fängt man an. Oder fängt man an. Ah, das ist das, was ich gesehen habe. Oh, dieses gemein. So, schauen wir doch mal, was da drin steht über Terra Steel. Hm. Natürliche Apparat. Was zur Hölle? Okay. Natürlich. Ich schau einfach mal weiter. Tagerstahl. Powerful Metal. Ja, das glaube ich. Ich brauche Mana-Stahl, eine Mana-Perle und Mana-Diamanten auf einen Aktiv-Bacon oder Beacon. Mana-Pool muss in der Nähe sein. Okay, Active Beacon. Wie heißt denn das Ding? Beacon? Nein. Oh, das ist jetzt gemein. Botania. Was könnte denn hier ein Active Beacon sein? Ich habe das Ding, glaube ich, mal in einem Video gesehen. Mana Verteiler ist es nicht. Leuchtfeuer ist es auch nicht. Gibt es irgendwas, was aktiver heißt? Moment. Was bist du? Nein. Leuchtfeuer. Ist es so? Botania, weißes, instabiles Leuchtfeuer. Was bist du? Kann ich dich essen? Moment, aktiv. Ich wollte doch da nicht zurück. Ich wollte draufklicken. Active Beacon. Bei dem anderen kann ich doch auch überall draufklicken. Mann. Hm. Gab's hier... Mana Flux Field. Mana Leere? Nee. Ich müsste das ja schon sehen irgendwo. Mana on Rails ist es nicht. Mana Detektor ist es auch nicht. Mana Lens. Flux Field. Muss doch irgendeine Möglichkeit geben, das hier zu sehen. Mach mal kurz wieder Tag. Dunkel hier wie sonst was. So, das muss doch da irgendwo stehen. Ich will jetzt die Folge noch so lang machen, bis ich weiß, was das ist. Ah, ich kann ja auch typen. Biegen. Nein. Active Mana Lens. Nee. Pulse Spreader. Ach komm, zeig mir doch, wie das funktioniert. Verschiedenes. Ist es bei Verschiedenes? Dispenseränderungen. Nein. Schimmernde Blumen. Damit kann man, glaube ich, Licht machen. Portuguese Pavement, nein. Nützliche Apparate, Alchemie mit Mana. Das muss doch da irgendwo stehen. Oh. Wenn ich hier drauf gehe.
Berserker-Stil. Ah, Lebestein. So kommen wir näher. Das heißt, ich brauche eine Agglomeration Plate. Du bist Lapisblock, Mana-Stahlblock und verschiedene Runen. Das kann dauern. Schauen wir erstmal, dass wir genügend Lapis und Mana-Stahl haben. Mana. Dich setzen wir mal da rein. Brauchen wir jetzt momentan nicht. Dann Lapis. Haben wir genügend für 3 Blöcke? Nein, für 2. Aber wenn wir Glück haben, haben wir schon Neues bekommen. Ja. Einiges sogar. So, dann haben wir da 3 Stück. Dann bräuchten wir die ganzen Runen. Rune des Feuers, Rune der Luft, Mana-Rune, Rune der Erde, Rune des Wassers. Oh. Eine weiß ich noch, das die Rune der Mana, Mana-Rune. Brauchte ich wieder eine Enderperle. Und ganz, ganz viel Lebestein. So, Mana-Perle. Dann Mana-Stahl. Und dann brauchst du hier natürlich noch die ganze Mana. Wie viel hast denn du in dir drinnen? Ah, du bist voll. Das ist gut. Gibt es eine schönere Möglichkeit, dem hier Mana zu geben? Ich weiß, dass man hier irgendwie mit Sparks oder sowas arbeiten kann, aber ich weiß nicht ganz wie. Naja, dann machen wir die Rune hier noch fertig. Was hätten wir da noch? Mana-Stahlblock. Moment, Mana-Stahlblock. Lapis. Rune des Wassers. Kann ich mir die so anzeigen lassen? Ja, Angel, Zuckerrohr, Mana-Pulver, Mana-Stahlbahn. Ja, dann würde ich sagen, die bauen wir in der nächsten Folge alle. Ja, ob wir jetzt warten, ob die, bis die hier fertig ist oder nicht, ist auch egal. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.